Guten Morgen. Jetzt geht's wieder los in aller Herrgottsfrühe. Naja. So. Wollen wir mal, ne? So. Scheiben sind immer total beschlagen. Boah. Gerade noch meine Kabel gemacht. Und jetzt funktioniert das eigentlich schon ganz gut. Jetzt sind sie auch per Knopfdruck, sind die aus, die Lampen. Und ich kann dann quasi hier reingehen. Aber zwischen den Sitzen habe ich mir Schalter gemacht, die ich auch vom Motor unabhängig anschalten kann. Funktioniert ganz gut. Und ich glaube, ich muss mal pinkeln. Aber ohne euch. So. Tüte. Gehst du mal zu. Dankeschön. So. So. Ein Schlückchen was trinken. Ja, heute ist natürlich auch Freitag, ich warte, das ist der letzte Kunde, auf den warte ich jetzt. Und leider kann ich erst ab 14 Uhr. Das ist die Scheiße. Naja. Und sonst eigentlich bei euch? Habt ihr demnächst Urlaub? Macht ihr irgendwas? Erzählt das vielleicht. Könnt ihr das ja hier unten unter die Kommentare schreiben. Das ist ja, glaube ich, hier irgendwo, ne? Schreibt, was ihr wollt. Erzählt von eurem Urlaub. Oder habt ihr keinen Urlaub? Müsst ihr mal lochen. Ich habe nur 2 Wochen Urlaub im Sommer. Aber naja, mal sehen, was daraus wird. Also es wäre cool, schreibt etwas zu unseren Videos. Wir freuen uns. Kann man nicht mal in Ruhe pinkeln hier? Meine. Jetzt aber mal gut hier, ne? Oder wie soll ich sagen? Ah, nee. Naja, gleich geht's los. Ist wieder euer Ossi, ne? Der Republik. Oh, nee. Hier ist euer Wessi, der in der Republik Osten. Nein. Hier ist noch immer euer Wessi, der Republikflucht begangen hat in den Osten. Ich stehe jetzt hier gerade kurz verschreudet. Lese eine Fachzeitschrift, wo haben wir sie? Berufskraftfahrerzeitschrift. Ja, ich hab keinen Fernseher im Auto. Ach Gott, mich das heute an. Da hättest du eigentlich eine Rückladung gehabt. Okay, es wäre ja zum bloß ein Karton mit 20 Kilo gewesen, aber verplombt und so und was weiß ich. Und dann hat mich gestern mein Disponent angerufen, ja, Philsi, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Welche willst du zuerst? Wenn ich so ein Disponentchen, mir wurscht,
Was hättest du? Ja, ach, die gute Nachricht ist, du kannst morgen ausschlafen. Die schlechte Nachricht ist, die Rücktür fällt weg. Ich habe mich als erstes, ich sage mal, zwar schon gefreut, ey, da kommt ein LKW. Ich habe mich als erstes zwar schon gefreut, dass ich ausschlafen konnte, weil eigentlich hätte ich um 6 Uhr zustellen sollen und dann gleich die Rückladung hätte mitnehmen sollen und wäre jetzt schon zu Hause gewesen um den Dreh rum, aber nein, da die ja weggefallen ist, habe ich heute erst um 10 Uhr zustellen müssen. Warte, ich schon um 10 Uhr auf. Ich habe gerade mit meinem Disponenten telefoniert und der hat gemeint, eine halbe Stunde bevor der Fahrer ankommt, ruft er mich an. Das Witzige ist, ich weiß nicht, wer das ist. Ich weiß nicht, was für ein Auto der hat. Ich weiß nicht mal die Ware, die ich kriege. Das soll angeblich eine Palette mit 40 Kilo sein. Und ich weiß nicht, wann der kommt. Ach, ist das wieder mal schön heute. Hey, das kann ich auch. Das kann ich auch. Oh, ich hab's dir gegeben, Alter. Schlaberstör. Ach, Gott, hier schaut's aus. Ich sollte eigentlich mal wieder Auto aufräumen. Ja, mach ich halt sogar. Bisschen auswischen. Diese putzen. Naja. Ich möchte mal wissen, was ich da unter meiner Sitzbank noch drin versteckt habe. Klasse, gerade losgefahren, ich habe noch 3 Stunden Fahrt vor mir und ich stehe. Was ist los? Nix tut sich. Es darf nicht wahr sein. Jesus. Wisst ihr eigentlich, was ich richtig liebe, was ihr wahrscheinlich auch liebt, ist, man hat einen ganz wichtigen Abladetermin. Der Disponent sagt, leg dich jetzt nicht schlafen, sondern bleib wach, weil jeden Augenblick
kommt der Partner mit deiner Sonderfahrtsendung. Ich sollte eigentlich bis um 16 Uhr in München stehen. Jetzt haben wir es 13:30. Ich habe die Ware gerade erstmal bekommen mit so 2,5 Stunden Verspätung. Und ich hetze mich jetzt nicht ab. Nee, du. Ich fahre jetzt schön gemütlich Richtung München und ich glaube, mein Blinker ist hier. Er blinkt nämlich richtig schnell. Ja, jetzt bin ich im schönen Osten. Es ist aber richtig scheiß Wetter. Was macht denn ihr gerade? Also wir haben es gerade, ja, angenehme 21 Grad herrschen gerade hier. Ich hätte doch meine kurze, meine lange Hose mitnehmen sollen. Naja, wurscht. Das macht mich halt so richtig geil. Nicht nur, dass ostdeutsche Frauen, ich sage mal, so freizügiger sind als westdeutsche, sondern dass einfach nur überall getrübelt wird. Und jetzt fahre ich demnächst an Lederhose vorbei. Das müsste eigentlich auch gefilmt werden. Nein, ich fahre heute nicht raus. Es gibt ja so ein das Foto. Nee, es gibt wirklich einen Ort, da heißt Lederhose. Ach, zum Ziel habe ich jetzt über 400 Kilometer. Ja. Heute ist ja Freitag, ich habe ja 200 Kilometer hier vor mir. Und die Sendung wird zwar später ausgestrahlt, aber heute beginnt Pfingsten und das Chaos ist natürlich vorprogrammiert hier auf der Straße. Ne? Das merkt man gerade übelst. Also ich habe jetzt schon eine Zeitverzögerung von 15 Minuten, eben war es noch eine halbe Stunde. Ich hoffe, ich komme pünktlich in mein Wochenende. Im Moment steht es bei 18 Uhr. Allein das ist schon spät. Toi, 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 wollen wir es mal hoffen. Ich weiß auch gar nicht, wo die alle hier hinwollen. Aber so ist das nun mal. Das ist halt Rudelfahrleben. Kommen sind die Kiddies aus der Schule, blitzen sie direkt alle los, anstatt vielleicht irgendwie mal verteilt zu fahren, abends oder so, oder morgen. Nein, Freitagnachmittags natürlich. Naja. Bei so vielen Folgen jetzt fehlt auch einem manchmal der Unterhaltungsstoff, so wie jetzt gerade. Irgendwann kommt man an den Punkt, wo man nicht mehr weiß, was man labern will, ne? Bevor es nur noch Dünnpfiff ist. Tja. Ziehen Wolken auf. We'll be right back.
was? Ich bin eigentlich jetzt schon wieder genervt. Wir haben es gerade 9:30. Irgendjemand hat mein Knoppers geklaut, was ich gar nicht cool finde. Die Autobahn ist unter mir gesperrt und ich habe so einen Hals. Ich stehe jetzt hier in Nürnberg, bei Nürnberg, in Wendelstein, habe geladen, habe davor entladen. Und muss man auch, nein. Jetzt ist ein LKW nicht mehr an, also Stadtteil. Und jetzt muss ich hier tatsächlich warten, bis ein LKW-Fahrer sein scheiß LKW wegnimmt. Darf ich vorstellen, Lügenzettel, das ist so richtig schön. Ja, wir können endlich fahren. Wir fahren nach Penzberg. Wieder zurück, da wo wir heute in der Früh geladen haben. Ich hatte heute einen frechen Hals, das war Wahnsinn. Gebe ich das hier mal schön in mein Navigationsgerät ein. Navigationszug. Favoriten. Hier hast du den. Nein, nicht den. Hör mal, Penzberg. Ich bin hinten voll. Ja, voll bin ich. Und fahr jetzt langsam los. Ein paar kommt. Ich finde mir noch ein Auto. Alter, ihr seid doch so. Jetzt bleibt er stehen, oder? So. Ich muss noch raus, ja? Ja! Er fährt so seinen scheiß BMW gleich weg. Naja, ich brauche 2 Stunden 21 für 200 Kilometer. Halt quer durch München durch. Verstehst? Oh, ich hab sogar einen Auftrag für morgen. Ey, nee. Karl GmbH. Ich feiere die Woche auch nur Tagestouren. Das Positive dran, ich bin am Abend zu Hause. Und das warten wir. Warten wir, bis die Karre voll ist. Das geht aber beim LKW-Diesel geht es halt richtig schnell. Ja, ich weiß, Spezi ist nicht gesund, aber man will es trotzdem. Am besten ist natürlich immer noch Paulana Spät.
Mm-hmm.